Wer spielt Da Vinci? Ich glaube, du kennst ihn länger, ich würde dir die Rolle überlassen. Okay. Ich würde Joker gerne spielen, aber ich spiele ein bisschen bitchy jetzt. Okay. Okay, fang an. Okay. Ich dachte, du wolltest dich bezüglich der Videoqualität steigern. Wo warst du eigentlich bei den Videos, wo ich vor der Kamera war? Kam da mal irgendwas dazu? Schau dir doch mal das Video zu Jeffree Star an. Du kommst immer angeschissen, wenn ich mal den alten Stil mache. By the way, habe ich nie gesagt, dass ich den nicht auch mal machen werde. Des Weiteren habe ich eine Nachricht oben angepinnt. Lese sie doch mal, bevor du wieder deinen Senf abgibst. Das ist hier auch nur mein Hobby und soll mir Spaß machen. Wenn du es nicht magst, schaue was anderes. Ed Da Vinci, auch die vor der Kamera weisen so gut wie keine Steigerung auf. Kopfschmerzen sind halt absolut keine Ausrede. Mach dann halt entweder kein Video oder gib dir trotz Kopfschmerzen wenigstens etwas Mühe. Versuch dich doch mal selbst weiterzuentwickeln und deinen Horizont zu erweitern. Und bitte, entblock mal ein paar Kritiker aus deinen Kommentaren. Da muss ich nicht dasselbe Zeug zum 15. Mal hier reinschreiben. Deine Videos gefallen mir auch nicht. Muss ich dir das dann schreiben? Nein, mir gefallen meine Videos gut. Gerade die vor der Kamera werden für mich immer besser. Und wenn ich mal Lust habe, weniger Arbeit reinzustecken, dann ist es ja mein gutes Recht. Ich lasse mich auch von niemandem schlechter machen, als ich bin. Ich mache hier mein Hobby und darf damit etwas Geld verdienen. Ich habe mir von deiner ganzen Gang die Kritik mehrfach angehört. Privat, wie auch hier, einmal reicht. Ich weiß dann Bescheid. Geh du deinen Weg und ich gehe meinen. Ich habe garantiert keine 10.000, 20.000 oder 50.000 Abos geschafft, weil jedes Video, wie du meinst, scheiße ist. Ich habe gute Videos dabei und auch mal schlechtere. Was aber wichtig ist, dass mir das hier Spaß macht. Ich werde mich weiterhin auch durch die Kritik verbessern. Wenn es dir nicht gefällt, ist das okay. Vielleicht schaust du in 6 Monaten nochmal rein und gibst mir dann ein Update. Vielleicht gefällt es dir dann besser. Ich vermute, du magst mich und den Content nicht. Dann kann ich hier auch Avatar 2 hochladen. Du würdest es wahrscheinlich nicht cool finden. Mir ist es am wichtigsten, dass ich Spaß daran habe. Ich bin von YouTube nicht abhängig und will nur mein Hobby machen, etwas kreativ sein und meine Meinung für meine Leute hochladen oder streamen. Mach's dann gut und vielleicht dann in 6 Monaten mal mit Lob. Naja, immerhin erfordern meine Videos einiges an Aufwand. Du kanntest du die richtigen Leute und wurdest ab und an erwähnt. Dein Stil ist nicht gut und auch nicht innovativ. Wo ist da der Aufwand? Das dauert auch maximal 2 Stunden in dem Stil. Gab's schon 100 Mal so. Immerhin dasselbe. Nee, immer dasselbe. Ich hatte 20.000 Abos, bis meine erste Zusammenarbeit mit Heilzeitrektor kam. Bei der KuchenTV Nero-Zusammenarbeit hatte ich dann etwa 30.000 und dort kamen maximal einige 100 Abos rüber. Sollte man sich mal fragen, warum. 90 bis 95% meiner Abos kamen durch virale Videos, die anscheinend manchen gefallen. Also haben die augenscheinlich eine Nachfrage. Nur weil du meine Videos nicht magst, heißt es ja nicht, dass sie anderen nicht gefallen. Ich würde mir niemals anmaßen, dir deinen Erfolg kleiner zu reden. Ich ziehe seit Jahren durch, egal ob 100.000 Klicks oder 100 Klicks. Einfach aus Spaß. Wenn du es magst, dann cool. Wenn nicht, dann auch. PS, seit Monaten werde ich, wenn eher negativ erwähnt aus der Szene, also hat sich der Effekt von damals mit einigen hundert Abos, vielleicht auch ein paar tausend Abos, leider lange erledigt und ausgeglichen. Schau einfach mal mein neuestes Video, bevor du so etwas droppst. Also sowas von dir zu hören, vor allem diese 2 Stunden sind etwas weit ausgeholt. Bedenke bei meinem neuesten Video auch, dass ich erst 2 Wochen mit Premiere schneide, nicht zig Jahre wie du mit Vegas. Mach du noch Da einen Song? Vinci hat so einen minimalen Workflow im Gegensatz zu dir. Du hast an deinem Schnitt wenigstens Ansprüche. Das ist mir doch egal, welches Programm du nutzt. Mir gefällt es nicht und es ist auch nichts Innovatives. Da kannst du auch noch 2 Jahre Effekte üben. Das gab es so schon seit Jahren. Das hat JF vor 4 Jahren gemacht. Meine es ja nicht böse. Dir muss es ja gefallen, aber machst weder was Neues noch irgendwas Innovatives. Ich habe mir dein neuestes Video angesehen. Ich finde es langweilig, aus oben erwähnten Gründen. Dir muss es aber gefallen. Ich hoffe, du merkst, was ich meine. Der Schnitt dauert so keine Wochen, auch mit Premiere nicht. Das dauert maximal 2 Stunden. Sobald du eingearbeitet bist, wirst du mir rechnen. Was genau hat denn JF gemacht? Er arbeitet ebenfalls nicht mit einem Avatar, welchen ich sehr oft verwende. Also, wo kommen diese Beitvorwürfe bitte her? Ich versuche mich von Video zu steigern und das merkt man deutlich. Ich scroll mal bitte runter. Ja, ich hab's gesehen. Wie soll ich denn das alles vorlesen? Das ist ja mehr als ein halbes Buch. Guckt euch das mal an. Das ist die Bibel. Bibel Halbes Teil Buch. 2 oder so. Ach du Ja, Scheiße, hast wie du soll ich. viel Freunde? Ach du Scheiße. Das ist echt krass. Was ist Hey, das denn? ist er lost oder so? Und dann geht noch mal weiter runter. Da ist ja noch ein viel größerer Text.
Vor 5 Stunden? Was macht denn der hier für ein Riesen? Alter, ich hätte gar keine Zeit. Alter, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Das ist doch nicht normal. Wie wollen wir das jetzt machen? Jonas sagt, wir beide hören uns an, wie wenn man Familien im Brennpunkt ohne Bild hört. Das ist ja auch wirklich krank. Ich gar nicht Lust diskutieren in meinen Kommentaren. Nee, wirklich, hätte ich auch gar keine Lust drauf. Also ein bisschen diskutieren ist okay, ja. Aber dann kürzere Kommentare. Ja, na da, kürzere Kommentare, dann sagst du, ja, hier, das und das und das. Die haben mich gerade komplett verarschen, was ist denn das hier? Das ist ja wirklich ein halbes Buch. Vor allem dieser Joker, der schreibt so relativ kurze Kommentare irgendwie, ne? Ja, Joker schreibt kurze und er schreibt einfach 10 Jahre lang, er schreibt gerade seine Doktorarbeit oder seine Bachelorarbeit, schreibt er gerade in seine Kommentare. Ja, ist erfolgreich gedacht, ne? Es geht auch nicht so, um einen Avatar. JF war der Erste in der Szene, der mit Effekten gearbeitet hatte. Das ist 4 bis 5 Jahre her. Just Nero, Fire Gordon, Alpha Gammon und auch ich haben schon mit Avataren gearbeitet. Und was daran nun so innovativ ist, frage ich mich. Du bist garantiert jemand gewesen, der von einem der genannten ein Zuschauer-Fan war. Deshalb übernimmst du den Stil und versuchst was Eigenes draus zu machen. Was für mich auch okay ist, aber dein Stil ist, wie erwähnt, weder geil, noch sonderlich neu oder hat was Eigenes. Ich finde den Stil langweilig, ich nehme ihn dir aber auch nicht weg. Ich belästige dich auch nicht auf dem Discord, Instagram mit irgendwelchen Kollegen. Wäre mir ziemlich peinlich an deiner Stelle, gerade im Hinblick dessen, dass ich auf dich und die Leute echt freundlich eingegangen bin, obwohl ich das nicht muss. Es ist hier mein Hobby, ich mache das aus Spaß. Ich muss Kritik hinnehmen und setze sie immer mal um. Ich muss aber nicht den Schnittstil so machen, wie er dir oder deinen Freunden gefällt. Ich denke, das versteht auch jeder. Damit sollte das Thema dann nun durch sein. Dir geht es nur um eins, mir auf den Sack zu gehen, alle paar Wochen. Ich war immer nett und höflich und habe mir echt Zeit genommen. Da kannst du sagen, was du willst. Es reicht nun. Du willst mich gar nicht verstehen. Und ich nehme mir dafür keine weitere Zeit mehr. Außer wenn ich schreibe noch mehr. Ich mag deinen Stil mindestens genauso wenig, wie du meinen. Ich finde deine Videos ebenfalls scheiße langweilig und nicht gut. Dennoch maße ich mir nicht an, deine Videos zu kritisieren. Oder deine Arbeit unter deinen Videos zu bewerten. Mich juckst du nicht. Daher lasse ich dich einfach dein Hobby machen. Mir gefällt es nicht, was du und deine Crew machst. Macht aber das, was dir euch Spaß macht und dir gefällt. Genauso mache ich es auch. Ich habe wie du bei Null angefangen. Und habe viel mehr geschafft hier, als ich wollte. Ich werde auch mit 100 Klicks weiterhin mit Spaß meine Videos drehen. Weiterhin, oder nee, vielleicht wird es über die Jahre seltener, aber es bleibt mein Hobby und meine Passion. Ich habe den ganzen Tag mit wichtigen Dingen zu tun. Ich bin selbstständig, nein, nicht nur durch YouTube Twitch. Ich habe Familie und Freunde und möchte meine Freizeit, wenn für Zuschauer nutzen, die mich und die Videos mögen. Gehe daher anderen auf den Keks in Zukunft. Danke. Schon mal nachgedacht, einen Podcast zu machen. Ja, das wollten wir ja eigentlich schon mal machen. Ja. Stell dir mal vor, so ein Podcast, der nur über Da Vinci geht. Ja, gut, Junge, einfach erfolgreich gedacht. Ach, so ein Hörbuch über Da Vinci. Das ist so einfach, er weiß nichts, und wir machen einfach ein Hörbuch über Da Vinci. Und wir es einfach neu vertonen. JF wäre der Erste in der Szene, der mit Effekten arbeitet, was? Entweder weißt du absolut nicht, was Effekte sind, oder du willst diesen typischen JF-Stempel aufdrücken. Mir geht es nicht darum, dir auf den Sack zu gehen. Oder willst du mit deinen Kritikvideos Rebecca Wing auf den Sack gehen? Du hast sie doch ebenfalls sehr oft kritisiert, jedoch hat sie keinerlei Reaktion gezeigt. Lass sie doch ihren Content machen, weil ihr die Videos schließlich gefallen müssen, um die dich jetzt mal ganz heimtückisch nachzuäffen. Also, das stimmt halt. Es ist eigentlich wirklich so. Ja, Da Vinci sagt so, ich möchte was bewirken auf YouTube. Macht 10 Videos über Rebecca Wing, bei ihr läuft es gleichbleibend gut, bei ihm halt umso schlechter. So, und er sagt, ja, ich möchte gegen das wirklich Schlimme vorgehen. Alles klar, also, Momo-Videos oder wie? Das ist wirklich, das ist das Schlimmste, was es gibt auf YouTube. Also, ich muss noch den Cinemaware machen. Mach den Cinemaware bitte, ja. Oh, Joker, David hatte doch genug geantwortet. Lass mal jetzt gut sein. Einen großen Fehler, den du meiner Meinung nach machst, ist den Schnittstil anzuprangern. Das interessiert ganz wenige Leute. YouTube wird zu 80% gehört. Frag mich nach der Quelle, ich weiß es. Schnitt oder Effekte sind den meisten Leuten egal. Wenn du das anders machen willst, ist das okay. Leben und leben lassen. Deine Kritik mit deren Rebecca Wing zu vergleichen, wenn du da selber den Unterschied nicht verstehst,
bist du vielleicht im falschen Genre und. Alter, wie geil liest du das denn vor? Das ist echt stark. Das war jetzt gerade echt, das ist doch gerade Killer. Das hat mich gerade gepackt, Alter. Das kurz den Joker machen wieder. Ja, wir machen danach epische Musik. Ich denke, das feiert. Dann wird man auch mehr arbeiten. Okay. At Cinemaware. Da Vinci bietet auch andersweitig keinen Unterhaltungsfaktor, sprich kaum Witze, Satire oder dergleichen. Wenn verbal nichts geboten wird, ist der visuelle Aspekt umso wichtiger. Und warum ist das Beispiel mit Rebecca Wing fehl am Platz? Nur weil sie Fake-Scheiße macht, soll sie es doch machen. Sie schränkt damit doch in keinster Weise ein. Generell hat er einfach zu viele Videos so gemacht, dadurch hat sie ebenfalls Aufmerksamkeit bekommen. Keine positive zwar, aber das ist völlig ohne V, by the way, ja, egal. Ja, ich kann gerade sagen, mit F geschrieben. Ganz wild, wie es hier abgeht. Okay, wir machen epische Musik rein. Danke. Der versteht es einfach nicht. Die Videos werden meist als Podcast gehört oder so nebenbei. Es beschweren sich meist nur Leute aus der Szene über den Schnitt, weil sie selber es dann anders machen wollen. Mir selbst gefällt der Schnittstil von ihm nicht. Schreibe es ihm aber nicht alle paar Wochen, um Kritik dazulassen. Völlig unnötiger Blödsinn. Ich habe verstanden, dass er mich und meinen Content nicht mag. Okay, er schreibt jetzt auch zu Joker. Du bist augenscheinlich zu blöd, einen Unterschied zwischen Rebecca Wing, die kleine Kinder verängstigt, ihre Zuschauer verarscht und Fake-Videos hochlädt, und mir, der einfache Meinungs-News-Videos dreht, zu verstehen. Ich bin mehrfach auf dich eingegangen. Wir werden aber auf keinen Nenner kommen. Ich zwinge Rebecca Wing auch keinerlei Kontakt zu mir auf, wie du es hier bei Discord und Instagram versuchst. Wo ist denn dein Humor, deine Satire, dein Witz in den Videos? Ich habe mir jetzt 3 Videos gegeben und fand kein Video witzig oder irgendwie unterhaltsam. Muss ich dir das dann unter das Video schreiben? Nein, ich lasse dein Ding machen. Humor, Unterhaltung und Co. empfindet jeder anders. Es gibt nachweislich Leute, die meine Videos regelmäßig gerne gucken, sich freuen, wenn ich streame und eine chillige Art der Videos bevorzugen. Damit werde ich keine 10 Millionen Abos bekommen. Möchte ich aber auch gar nicht. Mein Ziel ist es, irgendwann die 100.000 zu schaffen. Wenn ich 200.000 oder 300.000 werde, dann ist das super, aber kein Muss. Wenn das 10 Jahre dauert, ist das so. Ich habe mehr geschafft, als mein Ziel war. Ich mache meine Videos und meine Streams so, wie sie mir gefallen, und werde mich verbessern, Schritt für Schritt. Wir werden uns hier im Kreise drehen. Daher ist es ohne wirklichen Sinn, hier weiterzuschreiben. Ich bin mehrfach auf deine Kritik sachlich eingegangen. Und du siehst, ich bin nicht alleine mit der Meinung. Von daher lasse ich es jetzt gut sein. Genauso wie das Statement. Das war jetzt ein Statement, Mann. Alter, ich glaube, ich habe gerade so laut gemacht. Ich bekomme bestimmt gleich Nachrichten von meinen Eltern. Mach mal bitte ein bisschen leiser. Alter, ich habe gerade wirklich... Da Vinci-Godismus in den Chat. Alter, ich habe gerade so laut... Oh mein Gott, ich glaube, meine Großeltern, ne, die wohnt genau unter mir. Die hören das alles. Das kann ich später in der Wohnung nicht machen. Nee, Alter. Ach du Scheiße. Das war die beste Rede, die ich jemals gehört habe. Ich danke dir. Mitreißen. Du solltest kandidieren. Ja? Ministerpräsident, ich würde dich wählen. Oder Bundeskanzler. Also du kannst die Massen mitreißen. Oh ja, das mache ich, okay. Joker, da ist der nächste Fehler von dir. Er bietet dir vielleicht keinen Unterhaltungsfaktor, anderen schon. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn da ultraschnelle Schnitte im Video sind. Ich bin ja selber nicht ultraschnell. Oder ein Typ, der auf Speed im Video herumhampelt. Das ist doch Geschmackssache. Ich habe mir auch ein Video von dir angeschaut. Ist nicht mein Fall, aber anderen gefällt es. Trotzdem würde ich dir nie den Unterhaltungsfaktor absprechen. Deine Argumentation... Ruht rein auf Subjektives. David hat davor schon den Unterschied mit Rebecca erklärt. Wie schon gesagt, leben, leben lassen. Und akzeptiere auch mal Antworten, die nicht in dein Weltbild passen. Ich denke, David ist genug auf dich eingegangen. Danke. Das ist richtig. Ey, Potato, danke für deinen Sub. Berlin, was geht ab? Was für eine Kurzansprache bin ich hier reingeraten? Es ist absolut wild. Oscar-worthy-Performance. Danke, Shutino Taco. Alter, ich glaube wirklich, das ist ein legendärer Stream gerade eben. Das ist, was hatten wir echt noch nie. Ey, jetzt kommt. Ach du Scheiße, das ist Comedy Gold hier. Ed Da Vinci, zum 50. Mal das ganze Spiel von ihr exposen, ist aber absolut unnötig. Jeder weiß, dass sie so eine Scheiße macht. Das gleiche mit Yo Olli. Durch die ganzen Meinungsblogger wurde der Hype um seine Person sehr stark ausgebaut. Ein Video zu Rebecca Wing reicht doch und hätte auch bei Olli gereicht. Alles, was danach kam, war einfach nur profitabel für ihn, aber ebenfalls auch für die Meinungsblogger. Also, stell dich hier nicht da, als würdest du damit YouTube retten. Du weißt genau, dass Videos über die Frau Flügel Klicks machen. Nice Wort, by the way. Sonst hättest du dieses Thema nicht so massiv ausgeschlachtet und dazu 11, ich wiederhole mich, oh my gosh, 11 Videos gemacht. Aber dann muss ich ihm aber gerade recht geben. Die Videos machst du dann nicht mehr,
weil du was bewirken willst, sondern weil du weißt, es bringt halt mehr Klicks. Ja, eben. True. Ist halt so, brauchen wir nicht verschweigen. So. Das ist auch, wenn man ein Video zu Your Olli macht, man weiß trotzdem, dass man viele Klicks bekommt, weil es halt einfach Your Olli ist. Ist halt so. Boah, das war, Das war wild. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Dieser Stream war schon wieder zu wild. Das war krass. Du sollst Schauspieler werden, danke, Shiro. Ey, ja, lass unbedingt irgend sowas machen. Ja, ich sag ja, wir machen einfach unser eigenes Label hier auf. Lass das Angelcamp als Meinungsblogger-Gruppe machen. Das wäre witzig, ne? In Braunschweig einfach das Meinungsblogger-Camp. Ich hab aufs Mikrofon gespuckt. Jetzt ist ja Spucke im Mikrofon drin. Wie mache ich denn das weg? Nimm doch einen Föhn oder so. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall sinnvoll, ins Mikrofon reinzuföhnen.